Willkommen, liebe Zuschauer, zu Teil 4 unserer Serie Themenwelt Frühling. Ja, was haben wir vor? Sie sehen jetzt zum Beispiel immer noch die gleiche Platte. Wir haben also hier drüben unsere Wiese gemacht. Und unserer Themenwelt haben wir natürlich jetzt was anderes vor. Jetzt geht es um das Thema Feldbestellung, Ackerboden, Weide und Weidenzaun. So, wir haben uns überlegt, dass wir hier in dem Bereich eine Feldbestellung machen. Das wird ein kleiner Feldweg sein, der zu dieser Sauerei führt. Und die Weide machen wir hier hinten dran mit einem elektrischen Weidezaun, so dass wir das also auch entsprechend abschließen können. So, nun haben wir uns ja vorgestellt, Feldbestellung, was können wir da machen? Wir hätten können jetzt meinetwegen Kartoffeln pflanzen, Zuckerrüben, was weiß ich. Nein, wir machen was anderes. Frühling, Blumenfeld. Wir machen ein Blumenfeld. Und was fällt mir da gerade ein, liebe Zuschauer? Unweit unseres Studios gibt es eine Blumenstadt und die heißt Erfurt. Und der widmen wir jetzt unser Blumenfeld. Tun wir mal. Machen wir das? Das machen wir so. Wir haben wiederum Produkte von Silhouette, Medinatur. Von Silhouette. Das sind so, solche Blumenstreifen. Wir legen jetzt also ganz toll blühende Blumenfelder an. So, die werden entsprechend zurechtgeschnitten, aufgeklebt und damit wäre die Sache ja schon fast gegessen. Wenn da nicht noch Unkräuter wären. Und andere Blumen. Und andere Blumen natürlich. Wir haben natürlich wunderschöne Sachen noch da von der Firma Busch, von der Natur, von der Serie Natur pur. Ich halte es nochmal rein. Das sind also gelbe und weiße Margeriten, die wir ebenfalls noch aufsetzen. Nur das ist etwas komplizierter. Diese Blumen müssen einzeln gepflanzt werden. Das zeigen wir Ihnen dann gleich, bevor wir sie pflanzen, wie man das macht, welche Hilfsmittel man benutzt. Und ganz böse, ich wieder. Ich möchte natürlich auch Unkräuter pflanzen. Die kommen natürlich auch in der Natur vor. Wir sind wieder bei unseren Maisstöcken. Maistöckelsalat hat mein Opa immer gemacht. Schmeckt klasse. Also, und sag mal Löwenzahn. Aber Löwenzahn, ja. Maistöckel, die Leute wissen, was gemeint ist. So, die werden wir natürlich so ein bisschen an die Ränder drapieren, an die Wegesränder, dort, ja, wo immer diese Samen hängen bleiben. Als Highlights. Als Highlights. Vielleicht finden wir auch noch böse Kinder, die dann hier unten die etwas wegpusten, sodass wir bald vielleicht alles voller dieser Blumen haben. So, wahrscheinlich. Das ist jetzt unser Fahrplan, liebe Zuschauer. Ja, Thorsten, jetzt walte deines Amtes. Okay. Wie geht das jetzt mit diesen Blumenrabatten? Das sieht ja wunderschön aus. Was sind das für Blumen? Was auch immer du dir darunter vorstellst. Das könnten Tulpen sein, das kann einiges sein. Das ist natürlich sehr eng von den Blüten her, sehr viele drauf. Deswegen schneide ich die in so kleine Bereiche. Na? Aha. Schau. Und wir setzen das nicht als Stück, hops, weggeschossen, sondern wir setzen sie klein auf dieses Feld. Ich sammle die jetzt ein, ich bin ein Blumenkind. Ja, danke. Ja, bitte. Hops. Jetzt nehmen wir wieder Alleskleber. So, das reicht jetzt erstmal zur Demonstration. Erste, wir vervollständigen das natürlich. Du machst den Punkt. Ich mache die Klebepunkte und du klebst. Und ich verschönere, liebe Zuschauer. So. Sollte fürs Erste reichen, ne? Sollte es fürs Erste reichen. Mhm. Wenn du eine Pinzette möchtest. Ich kriege ein Hilfsmittel. Ja. Ja, das ist die Profis jetzt. Ich habe es mit den Fingern gemacht, aber ging genauso. So. Ups. Muss nicht ganz gerade sein. Lass auch ein bisschen Luft dazwischen. Ja, ja, das ist schon. Genau. Ja. Er klebt alles an der Pinzette, bloß nicht das, wo es hin soll. Oh. So werden wir das jetzt weitermachen. Wir werden jetzt also das blühende Feld bauen und bis wir dann zu den Unkräutern kommen, sind gleich wieder da. Ja, nun haben wir die Blumenpflanzen und Blumenstauden angelegt. Ein wunderbares blühendes Blumenbeet. Die Pflanzen und Stauden sind von der Firma Silhouette. Medinatur, Silhouette, ja. Silhouette. Auch die Bestellnummern dazu und die Artikelnummern finden sich jetzt auf dieser Seite zu diesem Film. Ja, nun wollen wir natürlich auch noch andere Pflanzen verarbeiten. Ich meine, für Stauden und für lange Reihenpflanzen macht sich das ja sehr gut von der Firma Silhouette, würde ich sagen, weil das ja, kann man das vielleicht noch mal zeigen. Ich komme noch mal hier ein bisschen näher ran. Das sind solche
solche Pflanzen rein. Die sind dann, die braucht man nur aufklappen und schon kriegt man hier eine wunderbare Pflanzlinie hin. Ja, ist also auch relativ schnell zu bewerkstelligen und auch eine schnelle runde Sache, denke ich mal, was zu machen. Wir kommen jetzt mal zu dem glatten Gegenteil. Und zwar von der Firma Busch Natur Pur. Auch hier unsere Artikelnummer 1243. Das sind jetzt Pflanzen, die wir schon mal heute hatten. Moment, ich muss das mal in die Kamera richtig halten. Vielleicht können wir es einfangen. Die sind nun aus Kunststoff. Sind natürlich auch sehr fein detailliert, aber von der Art her etwas anders. Und diese Pflanzen wollen wir jetzt natürlich auch einbringen. Wir wollen noch so ein paar Margaritenpflanzen einbringen in die Erde. Und die müssen erstmal von der Trägerplatte gelöst werden. Ich zeige Ihnen das mal. Das ist mit so einem Klebepunkt. So, dann haben wir es. Ja, die sind auf so einer Trägerplatte drauf. So, und die müssen von hier gelöst werden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen umständlicher, aber etwas anders. Man könnte sie auch auf der Trägerplatte pflanzen. Aber wir haben hier wieder als Grundplatte eine Plastik. Ein grüne Plastik. Ja, das ist, glänzt nachher. Es ist natürlich schöner, wenn man die einzelnen jetzt trennt mit dem Skalpell, mit dem Cuttermesser runternimmt und den einzelnen pflanzt. Es würde sich auch jetzt auf diesem Untergrundmaterial eigentlich doof aussehen. Es würde doof aussehen, weil es würde sich jetzt völlig abheben. Ja, davon. Ja. So, und damit wir das also auch richtig machen und auch die Pflanzen zur Geltung kommen, lösen wir sie von der Grundplatte und pflanzen sie ein. Geht jetzt natürlich nicht mehr ganz so einfach. Nein. Wie wir das mit dem Kleber gemacht haben, sondern wir benutzen dazu diese Zahnstocher. Und die tut man einfach dann, ich tue jetzt einfach mal hier so ein kleines Loch bohren und in dieses Loch muss man sich wieder merken, also lässt er am besten stecken und dann mit der Pinzette vorsichtig ablösen bzw. abschneiden, dann tut man Loch für Loch hier stechen und dann... Genau, am besten ist es so, du cuttest sie ab. Nimmst sie dann mit der Pinzette auf, den Zahnstocher lässt du drin. Als Hilfe. Genau, du hast jetzt im Prinzip die Margarite in der Hand, nimmst sie rüber und steckst sie rein. So weißt du genau, wo das Loch war. Und das wollen wir jetzt gerade mal probieren. Kriegen wir die einfach so von der Grundplatte runter? Nee, müssen wir schneiden. Das machen wir jetzt gleich mal in aller Ruhe. Wir zeigen das mal ganz kurz. Vielleicht kriegen wir es ja in aller Ruhe hin. Ich halte die mal mit der Pinzette fest und du schneidest. Nein. Mit dem Cuttermesser. Dann war der Finger ab. Also, ich halte das mal fest. So, vielleicht kriege ich es ja auch selbst hin. Das ist immer das erste Mal. Lass es. Wir machen es in Ruhe, Frank. Das wird nichts. Doch. Ja, die schießt dir gleich irgendwo hin. Nein, die schießt nicht irgendwo hin. Ich glaub's ja nicht. Ja, das ist Anfängerglück, ist wie beim Angeln. Absolut. So, dann nimmt man mit der Pinzette vorsichtig diese Margarite, diese Eins. Ups, jetzt war es weg. Hab sie aber. Operation Margarite. An was erinnert mich das? Ich weiß es noch nicht, aber jetzt bringen wir sie ein. Also, Thorsten hat gesagt, Stöpsel raus, Pflanze rein. Habe ich gedacht. Na, nochmal. Vielleicht sollte man doch einen Klebstoff drunter machen. So, sie ist rausgefallen. Jetzt steht meine Margarite. Vielleicht in einer Nahaufnahme, man sieht es vielleicht oder auch nicht. Ich muss mal gucken, wo sie ist. Hier ist sie. Hier ist meine einzelnen. So, die kommen natürlich nur zur Wirkung am besten, wenn man die im Haufen. Und ich würde sagen, dann lassen wir dem Frank jetzt mal Zeit dafür, die mindestens 20 Stück zu setzen. Ich habe es geahnt. Alles klar. Ich habe es geahnt. So, liebe Freunde. Aus dem ich habe es geahnt, ist nun tatsächlich was geworden. Ich habe hier also in mühevoller Kleinarbeit mein eigenes kleines Margaritenfeld gebaut mit gelben und weißen Margariten. Also es ist schon sehr mühselig, muss ich sagen, jede einzelne Pflanze da reinzustecken. Ja. Sieht aber trotzdem schön aus, das Ergebnis bestätigt es. Eignet sich allerdings nicht für solche großen Flächen, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Sondern das ist wahrscheinlich mehr so Bepflanzung, in Büschenbepflanzung an Häusern und so weiter oder eigenen Gärten. Was ich noch gemacht habe, liebe Zuschauer,
Jetzt kam wieder das Maisstöckchen. Das Maisstöckchen bei mir durch. Ich habe jetzt an den Rändern, weil sich das ja, die Gärtner wissen das, diese Maiblumen sozusagen sich immer festsetzen, einschließlich der dazugehörigen Pusteblumen noch gesetzt, sodass wir nochmal einen schönen Kontrast hier am Rand haben. Hat mir also Thorsten so geraten, dass man das so machen kann. Und ich habe es gleich mal ausprobiert, also toll. So, jetzt fehlt natürlich noch was auf diesem Diorama zur Vervollständigung. Der letzte kleine Schritt in diesem Teil 4. Wir wollen jetzt noch eine Weide anlegen. Jetzt werden Sie sich bald fragen, wo soll denn die hin? Wir haben uns dafür überlegt, dass wir dieses Stück in Verlängerung hier machen. Wir lassen hier ein Stückchen Platz. Das wird ein kleiner Weg werden, damit also diese Sauerei auch erreicht werden kann. Und die Weide verlängern wir dann rechts raus im Teil 5 noch ein Stückchen weiter, sodass Sie erstmal Bescheid wissen, was unsere nächsten Arbeitsschritte sind. Wir haben uns dazu wieder bereits von Wehlberg auf Trägermaterial, auf Trägermaterial die Grasstücken bereits zurechtgerissen für die Wiese. Ja. Das wieder sind noch die Reste von der letzten Sendung, mit der Nummer M021. Genau so ist es. So, die haben wir natürlich weiterverwendet. Die legen wir jetzt hier an. Als Clou kommt dazu ein elektrischer Weidezaun von Busch, ja, den wir also auch noch dann aufstellen müssen. Das wollen wir also, wie gesagt, jetzt erstmal vervollständigen. Den Weidezaun, würde ich sagen, setzen wir aber erst zum Schluss, lieber Thorsten. Richtig. Weil im nächsten Teil wollen wir ja erst nochmal die Flächengestaltung machen. Den Übergang müssen wir erst noch machen. Den Übergang machen. Und da bietet sich der Weidezaun an mit den Dazustellen der Kühe im Teil 6, wenn wir dann sozusagen unsere Anlage mit Leben erfüllen. Das heißt also mit Figuren, Fahrzeugen und so weiter vervollständigen. Das würden wir jetzt noch vollziehen. Und dann ist erstmal dieser Teil abgeschlossen. Ich hoffe, Sie hatten wiederum viel Spaß und haben auch einiges gelernt bei dieser ganzen Geschichte. Wir werden jetzt das noch schnell ankleben hier. Und ich habe was vergessen. Was? Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Fast hätten wir Abgesang gemacht und hätten gesagt, ja mein Gott, es gibt natürlich auch von Wehlberg Grasmatten ohne Trägermatten. Grasbüschel. Grasbüschel heißt das. Ja. Ich zeige es mal hier rein. Die löst man einfach von dieser Platte ab und da kann man einfach so zupfen und da hat man so ein Büschel in der Hand. Und das wollen wir natürlich auch noch aufbringen. Einmal, um das Ganze etwas zu kaschieren, weil es ist nicht zu eckig, die Übergänge richtig, sind. Und hier werden wir noch ein bisschen was Aber wir lassen. Werden hier noch so ein bisschen was kaschieren. Das werden wir dann im Endergebnis sehen, wenn wir dann die 6 Teile fertig haben. Dann gehen wir noch mal näher drauf ein. Es eignet sich aber auch als Unkräutermaterial, was einfach so wahllos am Wegrand irgendwo drapiert werden kann. Natürlich kann man auch diese Büschel insgesamt ablösen und auch auf diesen braunen Trägermaterial aufbringen. Es bleibt jedem selbst überlassen. Aber ich finde diese Idee genial. Man hat also hier schon ein bisschen mitgedacht, dass man einfach so zack was rauszupft und da hat man so ein Grasbüschel, was man irgendwo noch zum Löcherstopfen nutzen kann, sage ich genau. mal. So, das war es jetzt im Abgesang Teil 4. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Thorsten, gibt es noch was dazu zu sagen? Nein, vielen Dank. Nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns wieder im Teil 5. Wo wir dann einen Obstgarten, einen Hausgarten und natürlich die Weide vervollständigen. Bis dahin, ich freue mich auf Sie, Ihr Frank Buttig.